Guten Abend, meine Damen und Herren, zu dieser Veranstaltung, die vom Instituto Cervantes Berlin organisiert wurde, zusammen mit der spanischen Botschaft. Ich möchte gern das Wort unserem Generaldirektor Luis García Montero, der von Madrid aus zugeschaltet ist, geben und Frau Christine Glauning vom Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Berlin. Sie werden in die Veranstaltung einführen. Vielen Dank an die spanische Botschaft in Berlin und die weiteren Institutionen, die mitgemacht haben. Ich gebe also das Wort an Luis García Montero, dem Direktor des Instituto Cervantes. Ja, vielen Dank, Ignacio. Und ich gebe dir das Wort sehr bald wieder zurück. Für mich ist es sehr eine Genugtuung, diese Veranstaltung, und zwar aus vielen Gründen. Zum Ersten, weil es sehr wichtig ist, weiterhin zu arbeiten, an der Geschichte und die Vergangenheit zu erinnern. Und das Thema, das uns heute hier zusammenbricht, Zwangsarbeiter, spanische Zwangsarbeiter im Nazi-Deutschland und in der Franco-Diktatur, das erinnert uns, an welches Engagement wir haben, welche Verpflichtung wir gegenüber der Demokratie haben und gegenüber der Vergangenheit. Das sind Verpflichtungen, die heute sehr wichtig sind. In Zeiten, wo es eine ganze Menge Verwerfungen in der Demokratie gibt, die uns Sorgen bereiten und es bestimmte rassistische Diskurse gibt, die aktuell wieder gesprochen werden. Deshalb finde ich es sehr wichtig, hier Persönlichkeiten einzuberufen oder einzuladen, zu Historiker, die gearbeitet haben über unsere Vergangenheit und die wissen, welche Gefahren in den Autoritarismen bestehen und weil die so viel Leiden bei den Menschen erzeugen. Vielen Dank an alle Teilnehmer und ich möchte gern klar deutlich machen, wie froh ich bin, dass ich dieses Podium teilen kann mit Nicolás Sánchez Albornoz, der erste Direktor des Instituto Cervantes war. Dieses Jahr haben wir den 30. Jahrestag seit der Gründung des Instituto Cervantes, das unter seiner Leitung seine Arbeit aufgenommen hat. Und wir folgen alle diesen Weg, den er aufgezeigt hat. Und Nicolás war eben Direktor des Instituto Cervantes, aber auch ein wichtiger Historiker, ist aber auch eine Hauptfigur dieser Erinnerung, denn in seinen jungen Jahren, wegen seines Engagements im Kampf gegen Franco, wurde er verurteilt in ein Konzentrationslager, in ein Zwangsarbeiterlager, und er war eben einer von den wenigen, die fliehen konnten, die Wachen überlisten konnten und die Freiheit suchen und finden konnte außerhalb dieses Lagers. Und deshalb ist bei uns nicht nur ein Historiker, sondern auch jemand, der das in erster Person ganz persönlich erlebt hat. Und der ist ein Teil dieser Legende, der Legende des Instituto Cervantes und auch der Legende der Spanier, die für die Freiheit gekämpft haben. Vielen Dank an alle Teilnehmer noch einmal. Und Ignacio, ich gebe dir das Wort zurück und gebe dem Instituto Cervantes Berlin Dank für diese Initiative. Und Ignacio Olmos bekommt jetzt das Wort, damit du unsere Gäste vorstellst und die Veranstaltung in Gang setzt. Ja, vielen Dank, Herr Direktor, für diese so freundlichen Worte, wegen den Worten, und auch Nicolás Sánchez Albornoz, der nicht nur für die Geschichte Spaniens wichtig war, sondern eben auch für das Instituto Cervantes. Das Wort bekommt jetzt Frau Professor Christine Glauning. Sie haben jetzt das Wort. Vielen Dank und herzlich willkommen an alle, auch von meiner Seite. Ich möchte beginnen mit einem Verweis auf eine Ausstellung, die wir gerade im Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit zeigen. Eine Ausstellung mit dem Titel Ausgeschlossen, Archäologie der NS-Zwangslager. In dieser Ausstellung werden über 300 archäologische Funde gezeigt aus verschiedenen Lagern in Berlin und Brandenburg. Darunter befindet sich auch der Ausweis eines Spaniers, der bei den Arado-Flugzeugwerken in Rathenow arbeiten musste. Rund 70 Kilometer westlich von Berlin, Arado,
war ein großer und wichtiger Zuliefererbetrieb für die deutsche Luftwaffe. Dieser Fund war Ausgangspunkt für unsere Überlegungen im Rahmen einer Begleitveranstaltung zu dieser Ausstellung, darüber zu diskutieren, welche Dimension das Thema Zwangsarbeit und Spanien hat, und zwar in beiden Ländern, unter der Bedingung der NS-Diktatur und unter der Diktatur Francos. Es gibt seit vielen Jahren in Deutschland und verstärkt in den letzten Jahren viele Diskussionen über die Geschichte der NS-Zwangsarbeit, zahlreiche Erinnerungsprojekte, Initiativen, aber auch Debatten über den Umgang mit den Relikten historischer Orte. Im Zentrum dieser Diskussion steht primär die aus den besetzten europäischen Gebieten in das Deutsche Reich verschleppten und dort zur Zwangsarbeit eingesetzten. Das heißt, rund 13 Millionen Männer, Frauen und Kinder. Weniger im Fokus steht die Zwangsarbeit in den besetzten Gebieten selbst oder auch in Drittländern, wie zum Beispiel der Einsatz sowjetischer Kriegsgefangener in Norwegen. Aber kaum betrachtet werden im Rahmen dieser Diskussion Länder, die nicht von den Deutschen besetzt waren, verbündete oder befreundete Staaten, in denen wie in Spanien eine eigene Diktatur etabliert war. Wir sprechen hier von spanischen Regimegegnern, die vor Franco flüchteten. Viele waren in Lagern in Frankreich interniert, wie zum Beispiel in Gurs. Sie mussten Zwangsarbeit in Frankreich leisten unter der Ägide der Organisation TOT, wurden in KZ wie Mauthausen deportiert und mussten dort unter extremen Bedingungen Zwangsarbeit leisten. Sie wurden aber auch zur Arbeit unter der Franco-Diktatur verpflichtet. Gerade die Zwangsarbeit für die Organisation TOT in Frankreich war so hart, dass viele Spanier flüchteten. Viele andere sahen keine andere Möglichkeit, als sich für den Reichseinsatz anwerben zu lassen, oder sie wurden gezwungen, wenn sie sich weigerten. Wir haben eine Lagerdatenbank und ich habe in Vorbereitung auf die Veranstaltung mal geschaut, was finden wir denn für Berlin zum Thema Spanien. Und in der Datenbank sind 34 Standorte von Lagern verzeichnet, wo nachweislich Spanier untergebracht waren. So in einem Lager der Reichsbahn, ganz in der Nähe des heutigen Kanzleramtes, wo 369 Spanier mit Stand von September 1942 untergebracht waren. Die Schicksale vieler dieser spanischen Zwangsarbeiter, ihre unterschiedlichen Wege in die Zwangsarbeit, sei es in Deutschland, in Frankreich, in Spanien, aber auch auf den Kanalinseln, ist nur unzureichend erforscht und wenig bekannt. Insofern freue ich mich sehr auf die heutige Veranstaltung und bin gespannt auf die Diskussion und möchte mich zum Schluss ganz herzlich bedanken beim Instituto Cervantes und bei der Botschaft Spaniens für die gute Kooperation und die Vorbereitung. Und darf jetzt das Wort zurück. Ja, vielen Dank, Frau Glauning, für Ihre Worte und für die Ankündigung dieser Ausstellung, die es in Berlin hier gibt, oder geben wird. Jetzt hat Carlos Collado Seidel das Wort, der die Gäste vorstellen wird, und er wird diese Unterhaltung leiten und lenken. Herr Professor Collado Seidel ist ein Experte in zeitgenössischer Geschichte Spaniens und ein großer Freund des Institutes Cervantes. Er hat mit allen unseren Instituten hier in Deutschland zusammengearbeitet, schon seit vielen Jahren. Er kennt das Thema der Zwangsarbeit in Spanien und in Deutschland. Bitte schön, Carlos. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Ich bin in diesem Moment in München. Das Institut Cervantes München hat uns den Raum zur Verfügung gestellt, deshalb bin ich hier. Vielen Dank dafür. So wie die Direktorin des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit schon dargelegt hat, werden wir in diesem Podiumsgespräch über Zwangsarbeiter sprechen, vor allem über Spanier. Wir werden über Zwangsarbeit reden und über historische Erinnerungsorte aus einer transnationalen Perspektive, so nenne ich das hier, aus einer transnationalen Perspektive und nicht so sehr
von einer vergleichenden Sicht. Denn meines Erachtens sind die Erfahrungen, die in Konzentrationslagern und Zwangsarbeitslagern in Franco-Spanien und im Dritten Reich erlebt wurden, nicht unmittelbar vergleichbar sind. Es braucht dabei eines nuancierten Blicks. Das Gleiche könnte man meiner Meinung nach von den jeweiligen Verarbeitungsprozessen in den Gesellschaften sagen, die eine höchst traumatische Vergangenheit hatten, sowohl in Spanien als auch in Deutschland, wenn wir vom Franco-Spanien und vom nationalsozialistischen Deutschland sprechen und auch vom Bürgerkrieg sprechen. Wir werden also über Spanien sprechen, über Deutschland und so wie Frau Dr. Glauning jetzt aufgezeigt hat, wir werden auch über Aspekte sprechen, die vielleicht weniger bekannt sind. Zwangsarbeit in den von der Wehrmacht besetzten Gebieten, konkret in Frankreich, wo Zehntausende Spanier, die meisten von ihnen Flüchtlinge, politische Flüchtlinge, zum Arbeiten beim Bau des sogenannten Atlantikwalls gezwungen wurden. Es geht um unterschiedliche Erfahrungen, die jedoch einen gemeinsamen Nenner haben, nämlich, dass sie vor dem Hintergrund von Regimes erlebt wurden, die ausschließlich zwischen Anhängern und Feinden unterschieden und die mit brutaler Gewalt das Leben ihrer Gegner missachten und ohne Skrupel Verbrechen gegen die Menschlichkeit begingen. Es ist mir eine große Freude und Ehre, Nicolás Sánchez Albornoz hier zu haben, ihn vorzustellen. Er ist ein herausragender Historiker, Mitglied der Königlichen Akademie für Geschichtswissenschaften und dem ersten Direktor des Instituto Cervantes. Er ist Dr. Honoris Causa von mehreren Universitäten. Ich kann nur unterstreichen die Worte, die schon der Direktor des Instituto Cervantes Luis García Montero gesagt hat. Und vor allem ist es eine große Freude, ihn heute hier haben als Zeugen, als Augenzeugen des Themas unserer Diskussion. Es ist auch eine große Freude, Frau Stefanie Schüler-Springorum vorzustellen. Sie ist Leiterin des angesehenen Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Vorher war sie Direktorin des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg. Zudem ist sie Expertin zum Spanischen Bürgerkrieg, unter anderem mit einem Werk über die Legion Condor im Bürgerkrieg Spaniens. Ein Buch, das auch auf Spanisch im Verlag Alianza herausgekommen ist. Frau Professor Schüler-Springorum ist außerdem Mitglied im Beirat verschiedener Gedenkstätten in Deutschland, unter anderem auch in der Stiftung Topographie des Terrors in Berlin. Schließlich stelle ich Ihnen ebenfalls sehr gerne Professor Antonio Muñoz Sánchez vor. Er ist Forscher am Institut für Sozialwissenschaften an der Universität von Lissabon. Eines seiner Hauptforschungsfelder ist die Immigration und die Arbeitsmigration zwischen Spanien und Deutschland in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts. Unter seinen Veröffentlichungen ist hervorzuheben eine Studie über die Beziehung der deutschen Sozialdemokratie mit Spanien in den letzten Jahren der Diktatur und der Zeit des Übergangs zur Demokratie, der Transición. Zurzeit, und damit befindet er sich mittendrin in unserem heutigen Thema, forscht er über die spanischen Zwangsarbeiter in den Nazi-Konzentrationslagern. Herzlich willkommen Ihnen allen. Herr Professor Sánchez Albornoz, ich habe gerade argumentiert, dass die Erfahrungen, die in Nazi-KZs gemacht wurden, nur schwer vergleichbar sind mit denen in Straflagern der Franco-Diktatur. Ich frage Sie sowohl in Bezug auf Ihre persönliche Erfahrung als auch auf der Grundlage Ihrer Kenntnisse in diesem Bereich, teilen Sie diese Einschätzung? Was ich glaube, ist, dass wir hier das Problem behandeln, die der deutschen und der spanischen Konzentrationslager und Zwangsarbeitslager. Wenn man jetzt die Leute fragt über Konzentrationslager und Zwangsarbeitslager,
und man an Deutschland und an Spanien denkt, dann denken die Leute immer, dass das eine Kopie ist des deutschen Modells in Spanien. Und was ich hier sagen will, ist, dass das nicht so ist. Das ist ein eigenes Modell, das auch eine viel längere Dauer hatte als in Deutschland und auch eigene Eigenschaften hatten, die sich entwickelt haben, und dass man nicht sprechen kann von Konzentrationslagern und Zwangsarbeitlagern in Spanien, dass das eine einheitliche, blockartige Sache ist, die immer gleich geblieben wäre, sondern ich fordere, dass man das auch in seinen Unterschieden analysiert. Was sind diese Unterschiede? Wir müssen uns also auf den Kubakrieg beziehen, auf den 10-jährigen Krieg ab 1868. Dort wurden auch beschlossen von den spanischen Streitkräften, die Bevölkerung dort abzusondern, zu isolieren. Und da gab es eben schon Lager, diese Konzentrationslager im Kubakrieg 1868 bis 1878. Und diese Konzentrationslager hatten eben diese Gefangenen, und die spanischen Streitkräfte haben diese Gefangenen auch als Arbeitskräfte vermietet an die Großgrundbesitzer in Kuba für einen Goldpeso pro Tag. Und die Erfahrung der Konzentrations- und Zwangsarbeitslager war eine viel längere Erfahrung. Die haben also ihre Wurzeln im spanischen Kolonialheer, in den Kolonialstreitkräften. Und das ist die gleichen Kolonialstreitkräfte, die 1936 den Putsch gemacht haben und am Ende auch gesiegt haben. Und diese Situation muss man eben dabei berücksichtigen. Und diese Unterschiede sind eben da und die sind auch bedeutsam. Aber ein wichtiger Punkt dabei ist, dass die Institution, die diese politischen Gefangenen und die Arbeitslager, Zwangsarbeitslager unter sich hatte, das waren die Streitkräfte in Spanien. In Deutschland war das die Partei, und in Spanien hatte die Partei damit überhaupt nichts zu tun, sondern es waren die Streitkräfte. Das ist eben auch ein Unterschied. Und dann gab es eben diesen Bürgerkrieg, und am Ende waren eben die Besiegten, und da gab es eben von Seiten des Regimes das Bestreben, die in Konzentrationslager zu stecken, und es waren die Streitkräfte, die das gemacht haben. Da wurden dann die Militärgefangenenbataillons gegründet. Und die Gefangenen haben dann in diesen Bataillons ihre Strafen abgesessen und mussten in Werken, in Bauwerken arbeiten, Baustellen arbeiten, die von den Streitkräften geplant waren und für die Streitkräfte gedacht waren. Das waren zum Beispiel Befestigungsanlagen in Gibraltar oder auch Befestigungsanlagen in den Pyrenäen, weil man Angst hatte vor einer Invasion. Das waren da so Arbeiten, die unmittelbar für die Streitkräfte gedacht waren. Aber es gab auch Arbeiten von diesen strafgefangenen Bataillons, die waren in öffentlichen Bauten dann tätig, zum Beispiel den Kanal des Guadalquivir oder die Eisenbahn von Madrid nach Burgos und weitere Bauwerke. Und in den Häfen haben sie auch gearbeitet. Und ich habe einmal in dem Archiv der Bank von Spanien nachgesucht und habe dort die Unterlagen gefunden von den Wirtschaftsdaten dieser Zwangsarbeiterlager der Streitkräfte. Sie hatten eigene Konten. Und bei Banken, zum Beispiel bei der Bank von Vizcaya. Und das heißt, es gibt so eine geheime Vereinbarung zwischen den Zwangsarbeitslagern, zwischen den Streitkräften und auch den Unternehmen,
Das bringt uns dann auch dazu, das in einen größeren Zusammenhang zu bringen, den Zusammenhang zwischen dem Repressionssystem in Spanien und den Unternehmen. Diese Zusammenarbeit zwischen Repression und Unternehmen. Das ist jetzt in der ersten Etappe gewesen. Bis ungefähr 1942, 1943, bis eben Francos Situation nicht mehr so gut war, international gesehen. Das lag daran, dass deutsche Streitkräfte besiegt werden. Sie müssen aus der Sowjetunion sich zurückziehen nach Stalingrad. Und dann kamen die sowjetischen Truppen bis nach Berlin. Und dann gab es eine Unsicherheitssituation. Und was dann das Regime versucht, ist, diese Strafgefangenenbataillone oder Strafgefangenenlager unter zivile Verwaltung zu stellen. Und dann hat das Justizministerium über die Generaldirektion für Gefängnisse sich diese Gefangenen, diese Zwangsarbeitslager übernommen. Und sie schafften dann zu dem Zeit das, was man die Strafkommandos nennen konnte. Was früher Bataillons waren, heißen jetzt Kommandos, Strafarbeits- oder Strafkommandos und werden vom Justizministerium verwaltet. In der Zeit kommt es dann dazu, oder jetzt kommt es dazu, dass ich auch als Zeitzeuge befragt werde. Darum wurde ich auch gefragt. Und ich war nicht in den Strafbataillons der Streitkräfte. Das war ein Glück, denn das waren sehr hart. Aber ich wurde verurteilt und zu Zwangsarbeit. Und ich musste dann nach Cuelga Mudos gehen und dort Zwangsarbeit leisten. Und ich hatte da natürlich gar kein Interesse, das zu machen und zu erfüllen, aber zu der Zeit, was es da gab, gab es drei Strafkommandos. Das eine sollte das Kloster machen, die zweiten waren im Steinbruch tätig und die dritten sollten die Straße bauen und auch die Explanade davor. Und das heißt, dass die Härte der Arbeit in den Lagern war unterschiedlich. Im Kloster zu arbeiten, das war Maurerarbeiten, das kann auch hart sein, aber es war nicht vergleichbar mit der Härte der Arbeit mit den Leuten, die da im Steinbruch Steine herausgehauen haben die anderen, die mit ihrer Schaufel und der Spitzhacke die Straße gebaut haben. Das war viel härter. Aber das bringt uns zu etwas anderem, nämlich dass diese Strafkommandos klein waren. Das eine hatte 300 Personen, unseres bestand aus 118 Personen. Und das heißt, die spanischen Konzentrationslager waren klein. Anders als das deutsche System, die einfach sehr groß geplant waren mit den Gaskammern und all das. Also sehr groß. Soweit auch, dass die deutschen Konzentrationslager auch große Zäune hatten, mit Strom gesichert, dass die Leute nicht fliehen konnten. Und bei uns gab es nur Patrouillengänge der Polizei, der Guardia Civil. Und so, dass es dann mir auch leicht gefallen ist, dort zu fliehen. Das schäbige Spanien, sogar in der Repression war es nicht so gut im Vergleich zu Deutschland, wo das eben so systematische Repressionen gab, wissenschaftliche Repressionen gab, wie das in Deutschland eben abgelaufen ist. Ich denke also, dass das
klargestellt sein muss. Was ich hoffe, ist, dass man auch da weiter, dass man erfährt oder dass man versteht, worum es dabei geht, welche, dass es darum geht, dass da zwei verschiedene Kontexte sind, zwei Ursprünge, zwei Systeme und auch zwei verschiedene Entwicklungen gibt. Denn die deutschen Konzentrationslager konnten sich gar nicht so entwickeln wie die spanischen, weil das dann gestoppt wurde. In Deutschland 1944 wurde das dann beendet von außen und in Spanien, das Cuelga Mudos, da wo ich war, das hat bis 1957 gearbeitet oder war in Betrieb und ich weiß nicht, wann das letzte Lager geschlossen wurde. Und dann komme ich zu einem Thema, das hier auch vorher angesprochen worden war, nämlich die Notwendigkeit, das wirklich gründlich zu erforschen. Denn diese Dokumente, die existieren, die sind da, das muss man also erforschen. Das Repressionssystem ist ein sehr bürokratisches System, in dem man Berichte schreiben muss und schicken muss, dass alle Befehle erfüllt wurden. In Cuelga Mudos hat man uns gesagt, dass man alle 3 Stunden einen Bericht schreiben musste. Ein Bericht, wo die Namen der Inhaftierten drauf standen, die da waren und auch die freigelassen worden waren. Und das ist in den Archiven und ich habe das dort in den Archiven auch gesehen, diese Dokumente. In einem Buch spreche ich darüber, dass ich darüber veröffentlicht habe. Und das ist also eine Tatsache. Aber danach kommt dann der Negationismus, die Verleugnung. Zwangsarbeit? Überhaupt nicht, gar nicht. In Cuelga Mudos noch viel weniger. Und ich erzähle mal eine Geschichte, weil das ganz lustig ist. Im Zusammenhang mit der Exhumierung von Franco wurde ich zu Interviews gebeten und da kam ein italienischer Journalist zu mir, der arbeitete für den italienischsprachigen Fernsehkanal in der Schweiz. Dort gibt es ja 3 Systeme, staatliche Fernsehsysteme oder Fernsehsender, den italienischsprachigen, den deutschsprachigen und den französischsprachigen und dieser Journalist ist erst den General Riquelme besuchen gegangen oder aufsuchen gegangen. Das ist der Vorsitzende der Stiftung Francisco Franco und dann hat er war halt Journalist und hat ihn dann gefragt, was sagen Sie mir denn über die Zwangsarbeit in Cuelga Mudos, da sagt er überhaupt nicht. Die sind alle da freiwillig hingekommen, das gab es da nicht. Zwangsarbeit gab es da nicht. Und dann hat der eben gesagt, nach diesem Interview werde ich Nicolás Sánchez Albornoz besuchen. Der war dort als politischer Häftling und er ist auch geflohen. Und dann sagte der General Riquelme, ja, der schon, also bei mir ist das zertifizierter Zeuge von der Stiftung Francisco Franco, habe ich das Zertifikat, dass ich das sehr wohl erlebt habe, diese Zwangsarbeit dort. Man hat sehr viel gesprochen über dieses System von Straferlass durch Arbeit und ähnliche Dinge und das ist aber nur eine Art, das zu verschleiern. Herr Professor Sánchez, Sie haben gesagt, dass es die Militärs waren, die Hoheit über die Bewachung dieser Gefangenen hatten, die Unternehmen, dass es da keine Partei gehabt hätte, die da mitgemacht hätte. Aus der Perspektive, aus Deutschland, können Sie diesen Vergleich
Man kann man diese beiden Länder so vergleichen in diesem Bereich? Also vielen Dank. Ich würde sagen, man kann natürlich immer vergleichen und man kann die Unterschiede und Ähnlichkeiten doch immer vergleichen. Und aus der Perspektive Deutschlands würde ich denken, dass man berücksichtigen muss, dass das deutsche System auch sehr vielfältig ist und viele Facetten hatte. Und ich möchte vor allen Dingen zwei Facetten unterscheiden. Das erste ist die Zwangsarbeit in den Lagern, in den Konzentrationslagern und in den Vernichtungslagern. Die Auschwitz, aber auch in vielen anderen, wo die Wahrheit die ist, dass die Idee war des Arbeitens, dass man sie tötet, indem man sie arbeiten lässt. Und ich denke, dass das Wort, das oftmals benutzt wird, ich benutze das auch, Sklavenarbeit, das ist nicht richtig, weil die Sklaven hat man zumindest, die Eigentümer der Sklaven hatten ein gewisses Interesse, sie lebendig zu behalten. Während in einem Lager wie Auschwitz war das nicht die Absicht, sondern genau das Gegenteil. Und das war etwas sehr Besonderes und sehr besonders Deutsches. Auf der anderen Seite gab es aber auch 30.000 Lager in ganz Europa, deutsche Arbeitslager, Zwangsarbeitslager. Und wie Frau Glauning ja bereits am Anfang gesagt hat, ungefähr 26 Millionen Zwangsarbeiter in Deutschland und den besetzten Ländern. Und sie waren überall. Und das muss man sehr klar haben. Dass es, und das wird oft vergessen. Das ist auch ein großer Unterschied mit dem spanischen System. Sie waren überall präsent, auf dem Land, in den Städten. Sie haben nicht nur auf dem Land gearbeitet, sondern auch in den Fabriken, auch der Kriegsindustrie, aber auch in der Landwirtschaft. Sie lebten mit den Familien auf dem Land. Sie lebten in kleinen Unternehmen, dann lebten sie, sie arbeiteten auch für die Kirchen. Das ist auch etwas, was man lange Zeit verschwiegen hat. Auch für die Kirchen wurde gearbeitet. Und wenn man in das Dokumentationszentrum, das Frau Glauning in Berlin-Schöneweide leitet, dann ist das ganz offensichtlich, dass das schockierend ist. Denn das ist ein Arbeitslager an dem Ort, wo einige Baracken noch da sind, aber man sieht, dass es mitten in der Stadt ist, in einem ganz normalen Stadtviertel, kleinbürgerlich würde ich sagen. Und wenn man da ist, dann sieht man die Fenster der Häuser. Das heißt, vor den Fenstern der Häuser konnte man auch in dieses Lager reingucken. Das ist die deutsche Realität, dass die Zwangsarbeit ein Teil des Lebens und der täglichen Erfahrung von allen Deutschen war während der Nazi-Herrschaft. Und in diese Omnipräsenz, die verstehen wir noch nicht so ganz. Und deshalb gedenken wir dessen auch nicht auf angemessene Art und Weise. In diesem Aspekt, was du über Deutschland gesagt hast, ich kehre zurück zu dem, was Frau Dr. Glauning am Anfang gesagt hat, die Situation in den besetzten Gebieten, durch Deutschland besetzten Gebieten, etwas, was Frau Glauning sagt, dass das wenig bekannt ist und den Kommentar, den Professor Sánchez Albornoz gemacht hat, über die Dokumentation. Und es scheint doch so zu sein, dass die Situation in den besetzten Gebieten, wenn wir uns auf Frankreich jetzt beziehen, die ist ein bisschen ein schwieriges Feld, oder sind das Lücken, sind das weiße Felder? Was wissen wir über die Zwangsarbeit, konkret der Spanier, in den besetzten Gebieten? Jenseits von Deutschland oder auch innerhalb von Deutschland? Herr Muñoz. Guten Tag. Ja, ich nutze die Gelegenheit, dass ich diese Einladung habe, von zwei Lagern in Frankreich zu sprechen, um einem Publikum, das vielleicht so nicht genau weiß, wie das so abgelaufen ist, ein bisschen etwas kennenzulernen diesbezüglich. Und Frau Glaubnicht, sie gehört da nicht dazu, weil sie hat schon sehr vertieft darüber etwas gesagt. Wovon wir gerade sprechen, ist über einen Teil des spanischen Exils, was nicht sehr bekannt ist. Wenn wir von den spanischen Opfern sprechen, dann sprechen wir meistens von den Zehntausenden, die in den Konzentrationslagern waren, von denen viele gestorben sind, viele getötet wurden.
Und die Gedenkveranstaltungen sind immer über die KZ-Häftlinge Spaniens. Es gab aber noch weitere spanische Opfer, tausende spanische Republikaner, die auch von den Nazis verfolgt wurden und die ganz massiv verfolgt wurden. Wir sprechen von 40.000, 50.000, das muss noch erforscht werden. Und sie wurden gezwungen zu arbeiten für die Deutschen, insbesondere im besetzten Frankreich, an der Atlantikküste, wurde schon gesagt, beim Bau des Atlantikwalls. Und auch Tausende wurden noch in andere Gegenden geschickt. Und wenn man aber von Deutschland spricht und den Zwangsarbeit, dann verwechselt man das manchmal. Die spanischen Exilierten, die in Frankreich waren, dann vergisst man, die Frankreich nach Deutschland geschickt hat. Es gab 34 Arbeitslager in Berlin und der Umgebung, dann spricht sie ganz ohne Frage von Spaniern, die von Spanien kamen, um hier arbeiten zu müssen, hier zu arbeiten. Über die Gewerkschaft. Einige gehörten dann zu den Zwangsarbeiten, denn niemand wollte 1944 während der Bombardierung in Berlin arbeiten. Aber viele kamen aber frei nach Deutschland, von Franco-Regime dorthin geschickt. Aber es gab eben 10.000, die in den KZs waren, diese anderen 40.000, die gearbeitet haben, den Atlantikwall gearbeitet haben, in Frankreich. Und dieses Foto, was man hier in meinem Hintergrund sieht, eine Marinebasis in Bordeaux, das ist eine Garage für die U-Boote, damit sie nicht zerstört wurden. Und da haben mehr als 3.000 Spanier an diesem Bauwerk gearbeitet. U-Boot-Basen in Frankreich wurden auch gebaut und eben dieser Atlantikwall. Und das Problem, wenn man darüber forscht, diese ca. 40.000 Spanier, die für die Nazis in Frankreich gearbeitet haben, ist, dass diese Organisation TOT, für die haben die gearbeitet und deren Dokumentation ist verschwunden, fast praktisch vollständig verschwunden, was die französischen Arbeiten betrifft. In dem Rest von Europa ist es anders, aber für Frankreich ist das eben verschwunden, den Atlantikwall, da gibt es eben wenig. In Norwegen, was sie dort gemacht haben, das ist dokumentiert. Und wir haben inzwischen eine Quelle, die ich gerade erforsche. Das sind die Gerichtsverhandlungen, die man in Köln gemacht hat, in Polen gemacht hat, mit den Zwangsarbeiten, die eine Entschädigung gefordert haben. Und diese Gerichtsverhandlungen, die haben ganz viel Dokumentation beigebracht. Die Richter haben sich dokumentiert, die haben Unterlagen zusammengesucht. Und so hat man erfahren, wie die Spanier in den 40er-Jahren, Anfang in den ersten Hälfte der 40er-Jahre gelebt haben. Und man sah, dass es eben politische Verfolgte waren. Die spanischen Zwangsarbeiter, und damit komme ich zum Schluss, sind anerkannt von den 60ern und 70er Jahren durch die obersten Gerichte in Deutschland, dass sie die gleiche Niveau der Schädigung bekommen haben oder der Entschädigung bekommen haben wie die anderen. Die spanischen Opfer, das muss man eben neu danken, nicht nur die von der Gestapo in die KZs gebracht wurden, sondern auch die nach Frankreich gebracht wurden und Zwangsarbeiten und dort Bauwerke mit errichtet haben. Wenn ich das also richtig sehe, ist es offensichtlich so, dass bis vor kurzem man geplant hat oder man gesehen hat, dass es eine größere Forschung, Konzentration hat, dass man die KZs geforscht hat, Mauthausen insbesondere, wo die meisten Spanier waren. Und jetzt schauen wir nach den Zwangsarbeitern und ich möchte gerne Professor Sanchez Albornoz nochmal befragen, Zwangsarbeiten erwecken in der letzten Zeit mehr Interesse in Spanien. Kann sie diese Perspektive teilen, dass es ein größeres Thema für die Zwangsarbeiterlager gibt in den letzten Jahren, sei es als Augenzeuge oder auch als Gesprächspartner der Medien und auch als Gesprächspartner der Historiker? Wie sehen Sie das?
Ich habe ja gerade den Ursprung und die Formen der Konzentrationslager und Zwangsarbeitslager in Spanien und in Deutschland getrennt oder die Unterschiede aufgezeigt. Und jetzt werde ich versuchen, statt zu trennen, das wieder zu verknüpfen, zu verbinden. Und ich meine dabei einen der Punkte, die schon angesprochen worden sind, nämlich das, was wir in Spanien übernehmen können von dem, was in Deutschland gemacht worden ist, um das Phänomen der Konzentrationslager und der Zwangsarbeitslager zu studieren, zu untersuchen, zu erforschen. Das, was in Deutschland da gemacht worden ist, kann sehr nützlich sein für das, was wir in Spanien da machen könnten. Und da komme ich auf das zu sprechen, was du angesprochen hast. In den letzten Jahren stelle ich fest, dass es ein immer größeres Interesse gibt für die Probleme der Erinnerung in Spanien. Erinnerung an diese Geschehnisse. Warum ist das so? Ja, die Zeit, die hilft dabei. Aber ich habe auch den Eindruck, dass diese Gleichstellung der Besiegten mit den Siegern in diesem Gedächtnis, dieser Erinnerung, da hat man die Gelegenheit verpasst, die Ereignisse auch aufzuklären. In Deutschland, ich werde eine Binsenweisheit sagen, aber in Deutschland gab es zum Glück die Nürnberger Prozesse, die es in Spanien nicht gegeben hat, und das fehlt uns. Denn wenn wir in Spanien Nürnberger Prozesse gehabt hätten, dann die Diktatur, das Regime verurteilt hätte, dann hätten wir heute eine ganz andere Diskussion. Man würde ganz andere Dinge sagen und hören, als das, was zurzeit immer diskutiert wird. Und das hat eben auch einen gegenteiligen Effekt, denn die Menschen begnügen sich jetzt nicht mit der Wiederholung dessen, was immer schon gesagt worden ist, sondern sie möchten gerne das genau wissen, weil es diese Aufklärung durch Gerichtsverhandlungen nicht gegeben hat. Und es gab ein ganz interessantes Phänomen, ich glaube, das ist gar nicht so richtig bemerkt worden, aber es ist sehr interessant. Man hat die Liste von allen Spaniern erstellt, von allen Spaniern, die in Mauthausen gestorben sind, getötet wurden. Und man weiß auch, wo die herkamen. Es kommen viele aus dem Osten Spaniens, weil dort die Republikaner bis zuletzt gewesen waren. Aber sie kommen auch aus ganz vielen anderen Gegenden Spaniens. Und in Soria hat eine Initiative oder ein Verein für Würde und Gedächtnis, ich weiß nicht genau, wie die heißt, und da hat man gesagt, man möchte gerne die Namen der etwas über 30 Sorianer an die erinnern möchte, dass man an diese Namen erinnern möchte. Das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte, wie die Menschen aus Soria nach Mauthausen gekommen sind, aber dieser Verein hat dann etwas gemacht, um an diese Namen zu erinnern. Die haben die Stolpersteine eingeführt. Und das ist genau die sind genau gleich wie die in Deutschland, die Stolpersteine. Und die haben die dann ausgestellt in Soria, und zwar in der Oberschule von Soria. Und es gibt dort ein Schaufenster, wo man diese Stolpersteine sehen kann. Und da gibt es eine Diskussion, weil die Leute kommen da vorbei und sehen das und sagen, oh, das wussten wir ja noch gar nicht. Und jetzt sehen wir hier diese Namen der Sorianer, die in Mauthausen umgekommen sind. Und das, was eben in Deutschland in Bezug auf Gedächtnis und Erinnerung gemacht worden ist, das
hilft dann auch bei dem Wiedergewinn des Gedächtnisses in Spanien. Wenn wir die Frage jetzt automatisch oder die gleiche Frage Stefanie Schüler-Springorum geben, sehen Sie denn auch eine Möglichkeit, dass es möglich ist, dass Deutschland Beispiel, Vorbild sein kann in dem, was die Vergangenheit, Bewältigung? Ich denke, dass jedes Land seinen Weg zu seiner Erinnerung haben muss. Ich denke, dass man keine Modelle kopieren kann. Aber was ich sehr wohl sehr, sehr wichtig finde, was Don Nicolas gesagt hat, nämlich die Bedeutung der Verfahren von Nürnberg. Denn da wurde klargestellt, was im deutschen Faschismus passiert ist, dass das ein Verbrechen war. Und das ist in Spanien nie passiert. Und das ist das, was wir noch immer im Land, oder Spanien kämpft damit immer noch. Es gab nie einen Augenblick, wo man das klar gesagt hat, dass das ein Verbrechen ist und dass man Menschen dann vor Gericht bringt. Aber wenn wir nach Deutschland schauen, dann hat auch Deutschland, und ich spreche jetzt von Westdeutschland, wir haben in Deutschland auch, in Westdeutschland auch, fast 50 Jahre gebraucht, um zu beginnen, das wieder aufzubauen, was wir heute die berühmte Erinnerungspolitik in Deutschland nennen. Das hat ein bisschen von unten angefangen, als Grassroot-Bewegung in den 80er Jahren hat das begonnen. Und wenn wir dieses Modell sehen, dass wir 40 bis 50 Jahre gebraucht haben nach dem Krieg, um zu beginnen, zu anzuerkennen, zu gedenken, versuchen, Lehre, Lernen auch zu ermöglichen. Und wenn wir nach Spanien sehen, dann ist das ungefähr genauso gleich, wenn wir nämlich vom Tod Francos ausgehen. Denn dass man eine so schwierige Vergangenheit mit der kämpft, dann braucht man freie Luft. Man braucht Möglichkeiten der Kommunikation in der Familie, aber auch künstlerische Möglichkeiten. Man braucht Romane, man braucht Filme und all das ist von 1975 an, ist das in Spanien auch ein sehr langer Prozess. Und jedes Land muss eben seinen eigenen Weg haben. Es gibt Zusammenarbeit, unsere Projekte, die wir machen, auch Antonio Muñoz Sánchez. Aber es ist wichtig, dass man dass das eine historische Entwicklung ist. In Deutschland ist es nicht vom Himmel gefallen. Es gab viel Widerstand. Und auch in Deutschland sind viele Opfer gestorben, ohne Anerkennung und ohne Entschädigung erhalten zu haben. Wenn wir von historischem Gedächtnis sprechen, Antonio möchte etwas sagen. Ich würde nur noch einmal herausheben, das, was Frau Schüler-Springorum gesagt hat. Deutschland war auch ein Prozess. Da gab dann eben Nürnberg und die anderen, die anderen Verfahren, die es gab, die Prozesse, die es gab, und dann die Aufarbeitung im größeren Maß. In Spanien ist es ganz ähnlich. Es kommt dann ein Konsens, oder dass man sagt, der Status quo ist so. In Spanien gab es einen Pakt des Schweigens. Dieses, was Santos Juliá hat das auch so aufgearbeitet, es ging darum, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Und wenn man das nicht aufgehoben hätte, dann würde sich auch ganz wenig geändert haben. Und alle Fortschritte, die da passieren im historischen Gedächtnis auf politischer Ebene, die werden dazu gebracht, weil es Druck von der Zivilgesellschaft gibt. Und wenn man die... wenn es da keinen Druck gibt, dann machen die Politiker von alleine, würden ja da ganz wenig machen. Wenn wir von historischem Gedächtnis sprechen, Vergangenheitsbewältigung, Erinnerung sprechen, dann müssen wir in Spanien vom Valle de los Caídos, vom Tal der Gefallenen sprechen. Professor Sánchez Albornoz, das Tal der Gefallenen ist ein Ort des Gedächtnisses, ist ein Ort des Lernens. Was kann man mit dem machen, was wir da haben? Was soll da in der Zukunft passieren?
Ja, zunächst einmal hast du da einen Begriff benutzt, das Tal der Gefallenen. Das ist ein Begriff, den ich nicht benutze. Das Tal der Gefallenen ist eine Entscheidung Frankos, das so zu benennen, und zwar auch auf Bitten der Nordamerikaner. Die haben gesagt, wir haben das mit den Militärbasen unterschrieben und wir geben uns Küsschen, da können wir nicht mit so einem Denkmal da weitermachen. Und dann fiel ihnen ein, das Tal der Gefallenen, aller Gefallenen von beiden Seiten. Dann hat man die von der einen Seite genommen und die dorthin gebracht, und die anderen musste man aus den Massengräbern nehmen und hat sie dann dorthin gebracht und hat gesagt, ja, hier liegen auch Republikaner. Und das alles unter dem Kreuz. Es ist ihnen nicht eingefallen, ein Symbol zu nehmen, was auch das Denken der Republikaner, der toten Republikaner repräsentiert. Also für mich ist das nicht so zu nennen, das Tal der Gefallenen. Nicht mal Franco selbst liegt ja dort mehr, weil er exhumiert wurde inzwischen. Aber die Tatsache, dass diese Exhumierung von Franco so lange gedauert hat, bis vor einige Monate gedauert hat, ist ein Zeichen dafür, dass es eben keine Entnazifizierung gab in Spanien oder etwas Vergleichbares wie in Deutschland gegeben hat. In Deutschland und in keinem anderen europäischen Land hat man den 40 Jahre lang den Leichnam des Diktators in einem Denkmal liegen gehabt, das zu seinen Ehren errichtet wurde. Man kann ja sagen, dass wir Spanier originell sind, aber in so einer Frage ist das vielleicht nicht so gut. Also was kann man daraus machen? Da komme ich zurück zu dem deutschen Modell der Entnazifizierung und zu versuchen, daraus aus diesem Denkmal eine Reflexion zu machen über all das, was der Frankismus gewesen ist. Wie man das jetzt machen soll, das ist was ganz schön Kompliziertes und ich habe da kein Rezept. Es gibt auch andere, die sagen, dass man das Problem lösen könnte, indem man ein paar Dynamitstangen dort nimmt und das eben in die Luft sprengt, dann würde man auch das ästhetische Problem, was da ja besteht, lösen. Ich denke, dass die Zeit schon ziemlich weit fortgeschritten ist und ich würde gerne öffnen eine Diskussion in dem Maße, wie diese virtuellen Sitzungen Möglichkeit geben. Wir haben vielleicht 2 oder 3 Fragen noch stellen können. Ich frage einmal, ich gebe mal das Wort der Koordinatorin. Ja, Carlos, vielen Dank. Grüße vom Instituto Cervantes Berlin. Es gibt Fragen. Es gibt hier eine Frage, wahrscheinlich für Nicolas. Eine Frage über das Valle de los Caídos. Das Bauunternehmen hieß Huarte und Compañía und das gibt es immer noch unter dem Namen Obras con Huarte Lain. Wie gehen Unternehmen wie diese mit der Vergangenheit der Zwangsarbeit um? Soweit ich weiß, wurden sie nie anerkannt und auch keine Entschädigung gezahlt. Gibt es Archive zur Unternehmensgeschichte dieser Firmen? Sind sie zugänglich? Das ist die Frage. Also alles weiß ich da nicht. Es ist nicht alles dokumentiert oder man findet das jedenfalls nicht. Aber im Valle de los Caídos, verzeihen Sie mir die Benutzung dieses Begriffs, da gab es 3 Unternehmen. Molan hat das Kloster gebaut, San Roman war das Unternehmen zusammen mit diesem Strafkommando der politischen Häftlinge, die waren damit befasst, diesen Tunnel aus dem Berg herauszuhauen. Und Banús hat die Zufahrtsstraße und die Explanade gebaut.
Was ist also der weitere Werdegang dieser Unternehmen? Molan, da weiß ich nicht, was aus dem geworden ist. San Roman, das war ein Teil des Unternehmens Agroman, die machen öffentliche Bauten. Und der gerissenste von allen, das war Banus. Er hat dort ein Vermögen gemacht in Cuelga Mudos. Er war vorher ja ein kleiner Unternehmer gewesen und hat sein Geld in Cuelga Mudos gemacht. Und der Höhepunkt seiner Unternehmenstätigkeit war der Bau des Hafens Banus in Marbella. Das heißt, heute verknüpft man den Namen Banus mit Freizeit, mit Relax, aber die grundlegende Kapitalisierung erfolgte in Cuelga Mudos am Anfang. Und hier gibt es eben eine Situation, der Staat, der vermietete die Arbeit der Häftlinge in jener Zeit für eine Pesete 50 pro Tag. Und die Möglichkeit, politische Häftlinge unter diesen Bedingungen arbeiten zu lassen, war kein schlechtes Geschäft für diese Unternehmen. Es stimmt natürlich auch, dass der Staat den Häftlingen etwas zu essen geben musste, sonst konnten sie ja nicht arbeiten. Aber ich im Büro des Kommandos, des Arbeitskommandos, Strafkommandos, habe ich erfahren, dass der Preis war 10 Peseten 50. 10 Peseten 50 war der Preis für die Arbeitskraft pro Tag. Und die hatten und diese 1,50 waren die Kosten für die Ernährung von denen. Also da war schon eine ganz große Gewinnspanne. Natürlich gab es auch noch Verwaltungskosten und so weiter, aber es war ein gutes Geschäft und dann hat man gesagt, na, ist doch schön, wenn wir politische Häftlinge haben. Das heißt, das entspricht dem Geist, dem unmenschlichen Geist der Nazis, die Juden in die Konzentrationslager gebracht haben. Und dass die Unternehmen, die haben davon eben einen Nutzen gehabt. Das ist mein Spanien. Gibt es noch weitere Fragen? Eine kurze Frage für Nicolas. Welche anderen Namen würden Sie denn vorschlagen für das Valle de los Caídos? Welchen anderen Namen würden Sie vorschlagen? Das Denkmal von Cuelga Mudos. Ich war dort immer im Büro und dort gab es Stempel und diese Stempel, da stand drauf, Strafkommando Cuelga Mudos. Warum soll man da den Namen ändern? Das ist der Ortsname. Madrid will man ja auch den Namen nicht ändern. Das heißt eben weiterhin Madrid. Ich denke, eine Frage könnten wir noch uns erlauben. Das würde noch die Zeit, die uns noch bleibt. Dann müssen wir aber leider diese Sitzung auch schließen. Eine Frage für Antonio im besetzten Frankreich. Welche Kriterien wurden benutzt, um jemanden in die Zwangsarbeit zu schicken, ins Reich oder ihn direkt in ein Konzentrationslager zu schicken? Ganz schnell, die meisten Spanier in Frankreich im Jahr 41, 42 waren im Süden Frankreich, im freien Frankreich, im Vichy-Frankreich. Ab 41 begann der Atlantikwall, die Deutschen forderten Vichy
auf Arbeitskräfte dorthin zu schicken. Einige waren da rebellisch und manche waren Kommunisten und die wurden in KZs gebracht. Wir denken immer an Mauthausen, 7000 waren in Mauthausen, 3000 wurden in anderer KZs, Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen zwischen 43 und 44. Viele von denen kamen von Arbeitslagern aus dem besetzten Frankreich, Brest, Orient oder Bordeaux. Und der Grund war immer politisch, dass sie sich geweigert haben mitzumachen oder dass sie politische, also dass sie Kommunisten gewesen waren. Darf ich dazu etwas sagen? Ja, bitte. Da ich ja hier mein Gedächtnis auspressen soll oder will, möchte ich gern etwas anmerken noch. Die Spanier sind in die Vernichtungslager gekommen und wenn sie es überlebt haben, dann wurden sie dann am Ende befreit. Und unter denen gab es einen Mann aus Navarra, Vicente Moriones. Und dieser Vicente Moriones, der ist dann eben befreit worden aus dem KZ. Und er, ihm ging es dann erstmal natürlich schlecht. Und er war ein Gewerkschafter von der CNT, der anarchistischen Gewerkschaft. Und er kam dann nach Toulouse. Dort wurde er, wurde ihm zu essen gegeben und er wurde gepflegt. Und als er wieder kräftig war, hat er gesagt, ich möchte nach Spanien gehen und dort im Widerstand arbeiten. Und dann ist er nach Spanien gegangen in den Widerstand und dann wurde er festgenommen. Und es gab ein Kriegsgericht, 16 Jahre Haft. Und wir waren zusammen in dem Gefängnis von Carmanchel, in nebeneinanderliegenden Zellen. Und so war das mit den Spaniern, die in Mauthausen gewesen waren und die dann zurückgekehrt sind, um zu kämpfen. Sie kamen nach Mauthausen, weil sie in Frankreich gewesen waren. Und dann kamen sie nach Mauthausen und als sie wieder rausgekommen sind, sind sie nach Spanien gegangen und haben weitergekämpft. Es tut mir leid, dass uns jetzt keine Zeit mehr da ist, um dieses Thema weiter zu vertiefen. Wichtig ist, dass wir hier zwar viel besprochen haben, aber es muss noch sehr viel forschen, nicht nur forschen, sondern auch, es muss sehr viel kommuniziert werden, der Gesellschaft kommuniziert werden, damit die Gesellschaft sich bewusst ist darüber, über Tatsachen, die passiert sind, die auch eine Marke hinterlassen haben, die einen Eindruck in der Gesellschaft hinterlassen haben. Und wenn wir Veranstaltungen wie diese machen und dass wir weiterhin forschen und damit wir die Gesellschaft über diese Themen weiter informieren. Es war eine Freude und ich möchte mit Ihnen allen sprechen und ich gebe das Wort an den Direktor des Institutes Cervantes in Berlin. Ja, vielen Dank. Allen sehr herzlich danken dem Direktor in Madrid, Frau Professor Clowning und Frau Schüler-Sprungorum, Sanchez Albornoz, Antonio Muñoz Sanchez. Ich möchte nur sagen, dass das Instituto Goethe eine Politik hat, eine Zweibahnstraße, nicht nur zeigen, was sie sind, sondern auch zu lernen von den Ländern, in denen sie sind. Das Instituto Cervantes, das so etabliert ist inzwischen, wir machen das in gewisser Weise auch. Und ich möchte gerne sagen, dass unsere Instituto Cervantes hier in Deutschland, was wir in Deutschland gelernt haben, ist, dass die Beziehungen, die es gibt zwischen der Arbeit, der tiefen und manchmal unbequemen Arbeit des Gedächtnisses und die Qualität der Demokratie, dass das eine direkte
Proportion ist, ein direktes Verhältnis. Je mehr bessere Aufarbeitung der Vergangenheit es gibt, desto besser ist die Demokratie. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir das in Spanien machen. Und es bleibt da noch viel zu machen. Und wir hoffen, dass die Veranstaltung von heute ein kleiner Beitrag ist, dies zu verbessern. Und jetzt gebe ich das Wort dem Direktor, dem Generaldirektor, damit er das hier schließt. Nur ganz wenig, Ignacio, Dankeschön dem Instituto in Berlin. Danke an dir und allen Beteiligten. Das Gedächtnis ist eine grundlegende Bedingung für die Demokratie. Und deshalb sind solche Veranstaltungen unabdingbar wie diese. Und vielen Dank an alle Beteiligten.